herzlich willkommen zum 15. Felix Burda Award. Begrüßen Sie mit mir den Vorstand der Felix Burda Stiftung, Dr. Christa Ma. Ich begrüße Sie, die Gäste, Freunde, die Unterstützer und natürlich die Nominierten für den Felix Burda Award. Heute ist die 15. Verleihung der Felix Burda Awards, also so ein Jubiläum. Hat man nur einmal, ist jetzt nicht das ganz Große, aber immerhin. Inzwischen ist der Felix Burda Award erwachsen und zu einem wirklich wichtigen Präventionspreis geworden. Und warum ist gerade dieser Preis so wichtig? Viele von Ihnen hier im Saal, besonders die Ärzte, wissen das natürlich. Es ist ein Krebs, den tatsächlich niemand bekommen muss. Es gibt mit der Koloskopie ein effektives Werkzeug, um diesen Krebs zu verhindern. Aber wahr ist auf der anderen Seite auch, dass es in der Bevölkerung nach wie vor große Vorbehalte gegenüber gerade dieser Untersuchung gibt. Aber Grund zum Verzweifeln gibt es noch nicht. Es wird immer so kolportiert, es hätten sich erst 20-25% hätten erst teilgenommen aus der Risikogruppe über 50. Wenn man die Vorsorgekoloskopien, die gemacht wurden in den Jahren seit 2002, seit sie eingeführt wurde, und die kurativen, also die aus anderen Gründen durchgeführten Koloskopien zusammenzählt, kommt man inzwischen auf ungefähr 50% in der Gruppe der über 50 oder 55-Jährigen, die eine Koloskopie gemacht haben in den zurückliegenden Jahren und dadurch einfach auch gefeit sind, an Darmkrebs zu erkranken. Das klingt jetzt einerseits nach viel, 50%, es ist aber andererseits natürlich viel zu wenig, um uns in absehbarer Zeit dem erklärten Ziel nahezubringen, die Inzidenz und Sterblichkeit von Darmkrebs um die Hälfte zu reduzieren. So sind wir nämlich mal angetreten vor 15, 16 Jahren. Ich denke, an der bisherigen Praxis der Darmkrebsvorsorge muss sich in den nächsten Jahren entscheidend etwas verändern. Es geht nämlich nicht länger um einen Test und eine Altersgrenze für alle. Wenn die Tests, und das ist absehbar, um Menschen mit erhöhtem Darmkrebsrisiko herauszufiltern, immer besser werden, und wenn es vielleicht nur noch diejenigen sich einer Koloskopie unterziehen müssen, die ein erhöhtes Risiko für diesen Krebs haben, dann werden wir einen wichtigen Schritt weiter sein auf dem Weg zu einer personalisierten Vorsorge. Man braucht einen sprichwörtlich langen Atem in unserem Gesundheitswesen, um essentielle Verbesserungen herbeizuführen. Ich bin sehr froh, dass es inzwischen eine so große und großartige Unterstützergemeinde gibt. Viele sind heute Abend hier und viele von Ihnen sind ja schon lange dabei. Und die Ärzte zum Beispiel sind immer bereit, mitzuhelfen, sich einzubringen und bei allen Fragen, bei denen uns die Expertise fehlt, uns beizustehen. Bei Ihnen allen und insbesondere bei meinen Mitstreitern im Präsidium des Netzwerks gegen Darmkrebs möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken. Liebe Gäste dieses heutigen 15. Felix Burda Awards, bitte begrüßen Sie mit mir die Moderatorin dieses wunderbaren Abends, die unvergleichliche Hella von Sinnen. Von Herzen Dank, vielen Dank, sehr lieb. Ach, vielen lieben Dank.
Ja, ich habe genau Wuh gehört. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Jubiläumsabend. Und es ist mir Freude und Ehre zugleich, dass ich diesen 15-jährigen Abend moderieren darf. Ich würde jetzt gerne, weil ich bin ja hysterischer Fan von Awards, ne, und Award-Verleihungen. Bei der Oscar-Verleihung, da sitze ich schon 2 Stunden davor und gucke mit dem roten Teppich, wenn diese ganzen frisch Operierten da stehen und hysterisch gefragt werden, oh my goodness, what are you wearing? Oh, you look gorgeous. Deswegen machen wir jetzt das Licht im Publikum an. Ich komme kurz zu Ihnen runter und fische, gucke mal, wie Promi-Butzen aussehen. Und ich weiß, aus gut informierter Quelle, dass Paul Breitner in diesem Publikum sitzt. Herr Breitner. Mr. Paul Breitner, what are you wearing tonight? Also, ich habe die Illustrierten und Magazine dick, in der es heißt, Hildegard Breitner, Klammer auf, Aldi, Klammer zu, oder wie auch immer, Paul Breitner, Klammer auf, was gibt's noch? Anzug von Lidl, Anzug. Ist jetzt echt Ihr Ernst? Haben Sie echt so einen billigen Scheiß angezogen heute Abend fürs Adlon oder was? Nein, nicht, aber wir definieren uns nicht über das, was wir anhaben, sondern das, was wir im Hirn haben. Ah, das geht ja runter wie Öl. Herr Breitner, ist mir wirklich, wirklich eine ganz große Freude und Ehre, dass ich Ihnen mal die Hand schütteln darf. Toll, Paul Breitner ist hier, super, vielen Dank, Herr Breitner. So, ihr Lieben, gibt noch mehr Promi-Butzen. Ich muss jetzt mal ein Mädchen fischen, damit ich vielleicht wirklich mal über Klamotten sprechen kann. Pot, wo sitzt du? Verona, komm, bitte stell dich mal kurz neben mich. Wir haben hier so schönes Licht. Und dich zieht es doch auch ins Licht, du kleine Motte. Hoppala. Ja. Liebes, das ist sehr schön, das Kleid. Ich finde es auch mutig von dir, so dieses Rosé-Beige und auch ohne Dekolleté, obwohl du ja Dekolleté durchaus zeigen kannst, also eher gediegen. Das hat bestimmt eine Marke, das ist weder Aldi noch Lidl. Nee, das ist eigentlich ganz interessant. Eben hatten wir das Statement, das glaubt nicht drauf an, was man anzieht, was man im Kopf hat und schwupps, stehst du bei mir. Ne? Also, ja. Inspiration. Ich weiß gar nicht, wie du auf mich gekommen bist. Also ich würde deshalb, ne? Also man muss ja doch was anziehen, wenn man hier eingeladen wird. Und ich habe mir gedacht, das passt zum Abend. Ist hautfarben, um bei deinem Thema zu bleiben. Aber du hast doch diese schöne, etwas dunklere, olivfarbene, bolivianische Haut. Das ist für an dir finde ich es eher mit dem Hauch Rosé. Aber schön, die Schuhe passen geil. Schön, nee, echt, es ist wirklich, soll ich dir mal was sagen, Pot? Wobei ich gerade nicht verstehe, warum jetzt grauer Nagellack und da unten ist der noch rosa. Hat's keine Zeit oder was? Sprich mit der dicken Tante. Du bist sensationell. Ich kenne dich jetzt so viele Jahre. Du bist eine der wenigen, die tatsächlich es schafft, mehr als ich zu reden, um mich in Verlegenheit zu bringen. Es ist so. Also, als ich hatte die Füßchen lackiert, als ich wusste, dass ich beige trage. Das Graue ist noch von gestern. Was hast du denn gestern getragen? Wo warst du denn da? Auf welchem roten Teppich? Gestern war ich eigentlich in Berlin, sag ich. Wir sind in München oder sind wir in Berlin? Schatz, wir sind gerade in Berlin. Du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Ja, also ich wollte natürlich sagen, ich kam aus München, flog direkt nach Berlin. Wer weiß denn heute noch, wo er ist? Und dann ganz kurz zwischendrin, wir sind auch bei Darmkrebsvorsorge und nicht bei Alzheimer. Bei allem Respekt. Wobei das auch eine gute Veranstaltung und sinnvolle Veranstaltung ist. Aber ich habe was ganz Spannendes erlebt. Und zwar Anfang April, ich war bei der Darmspiegelung mit meinem Mann Franjo in Essen. Wart ihr beide bei der Darmspiegelung? Ja. Das ist ja toll. Ganz kurze Frage, Franjo. Ganz kurz, bleib super, finde ich super. Kein Befund? Nee, alles perfekt, wie ein 20-Jähriger. Ja, super. Und immer gesund gelebt, aber auch keine familiären Dispositionen? Nee, ich habe geraucht lange Zeit, habe aber vor 2 Jahren aufgehört. Und nee, aber wir haben uns die Bilder hinterher angeguckt. Ihre waren schöner, natürlich. Nee, bei mir sah es komisch aus, aber trotzdem kein Befund. Und er sagte, kannst wieder nach Hause gehen, Junge. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Eine 26-köpfige Expertenjury hat sich Ende Januar durch einen Berg von Bewerbungen gewühlt und in diskussionsreichen Sitzungen 11 Projekte in 3 Kategorien nominiert. Und wir schauen uns jetzt die Nominierten an in der Kategorie betriebliche Prävention. In der Kategorie betriebliche Prävention kleine und mittlere Unternehmen sind nominiert
Maria Evens, Lothar Röser, Edmund Salz und Andrea Anger von der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach mit ihrer Aktion Die Darmkrebsfrüherkennung, eine Investition in die Gesundheit. Und Melanie Rotenwolle und Silvia Ohms vom Neumarkter Lamsbräu sind nominiert mit ihrem Projekt Darmkrebsvorsorgeleistungen im Rahmen des Gesundheitsprogramms. In der Kategorie Betriebliche Prävention Konzerne und Großunternehmen sind nominiert Frank Gäfgen und Felix Fahrenkopf von der ESWE Verkehrsgesellschaft sowie Professor Richard Retsch mit der innerbetrieblichen Aktion Darmkrebsvorsorgewoche ESWE Verkehr. Und Holger Schultka und Carsten Bonhoff von Olympus sowie Professor Friedrich Hagenmüller von der Asklepios Klinik Altona sind nominiert für das Projekt Olympus Darmkrebsaktion, eine Initiative, die Leben rettet. Dr. Margit Emmerich, Birgit Möhrer, Bernhard Gilch und Dagmar Rübsam von der Schott AG sind nominiert mit der Aktion Gesundheitstage, Darmgesundheit für ein gutes Bauchgefühl. Oh, ihr Lieben, Spannung, ich verrate nichts. Dafür haben wir einen sehr profilierten Laudatoren. Ich bin Hella und jetzt gibt's noch mehr Licht. Der Schauspieler Simon Licht ist heute Abend hier. Schaue! Mein Hochzeitsanzug. Ist dein Ernst, ne? Aber du hast hier ein paar Fettflecken drauf, sag mal, oder? Das Hühnchen hier auch. Bist du? Gab es denn Hühnchen? Ach, die alte Wachtel von eben, oder was? Was bei dir hinten gab, bei uns gab es hier Hühnchen. Ich hatte eine Banane auf dem Zimmer. Hör mal, aber darf ich mal sagen, dass dir hervorragend steht? Wie lange ist denn die Hochzeit her? 2 Jahre. Ich wollte gerade anfangen zu... Oh, 20 Jahre und immer noch sitzt der so gut, hast keinen Gramm zugenommen. Lieber Simon Licht, du bist letztes Jahr 50 geworden, darf man sagen. Steht im Wikipedia. Ja. Schön. Das ist aber eine Social Media von vor. Naja, gut. Ich meine, nur hast du Darmspiegelung schon gemacht? Ja, tatsächlich. 2 sogar. Und ich darf sogar berichten, dass ich so die 50 durchstoßen habe und damit als langjähriger Begleiter von der Bruderstiftung natürlich mit berufen fühle, alle Kumpels, Freunde, Kollegen darauf anzuhauen. Und tatsächlich ist es so, dass wen immer ich versuche zu überzeugen, die Antwort kommt, ja, war ich schon. Kenne ich. Ja. Es muss nicht mal. Glaubst du, das liegt daran, dass du da auch wirklich Botschafter bist und die darüber, weil sie mit dir befreundet sind, gedacht? Überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema so evident ist und dass die Bruderstiftung da natürlich in allererster Reihe schon so viel einfach getan hat, dass das Thema durchdrungen ist. Also jedenfalls in meinem Kreise, was tatsächlich unter Umständen so ein bisschen mit einer reflektierten Haltung zu Gesundheit grundsätzlich zu tun hat, mag sein. Aber tatsächlich, also meine Aufklärungsarbeit muss sich dankenswerterweise in Grenzen halten. Das heißt, du würdest den Credit tatsächlich der Felix-Burda-Stiftung zusprechen wollen? Wem sonst? Das sind die richtigen Laudatoren. Mein lieber Simon. Auch natürlich. Und im gesteigerten Bewusstsein, glaube ich, was tatsächlich da ist mittlerweile. Lass mich dich, weil ich dich gerade hier stehen habe, fragen, auch mit dem berühmten Tabu. Der Deutsche an sich, ich weiß gar nicht, sind alle Länder so oder nur der Deutsche? War ja immer so ein bisschen verschämt mit Kacken, Furzen, Darm, Toiletten. Glaubst du tatsächlich, dass durch die Stiftung dieses Thema auch etwas aus der Tabuzone rausgezogen worden ist? 100%ig, ganz sicher. Also es ist sozusagen ja auf dem roten Teppich zu Hause mittlerweile und da ist die Berührungsängst, glaube ich, ein bisschen geringer. Wir gehen aber mit der Zeit und mittlerweile darf man auch über... Was denn? Zeig's auf meinen Bauch und was? Kann man darüber auch reden? Nein, ich glaube, da die Hände. Ich persönlich rede da ja schon mein ganzes Leben lang drüber, ne? Man nennt mich ja die Königin. Das muss deswegen ja nicht jeder tun. Nein, ich will nur sagen. Die Schwelle ist geringer geworden. Ich will nur sagen, dass ich deswegen auch so problemlos da mitmachen konnte, weil ich mein Leben lang, man nennt mich schon die Königin des Sanitär. Ich rede permanent nur über meine Verdauung, über Flatulenzen. Tut mir leid. Heute Abend darf ich darüber sprechen. Sie gucken mich so etwas zweifelnd an. Geh bitte an dein Rednerpult, weil du weißt nämlich jetzt, wer betriebliche Prävention Konzerne für sich entschieden hat. Und ich bin spannend. Ich bin gespannt und überlasse dir die Bühne aber. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, sehr geehrte Preisträger, guten Abend. Seit 2003 gibt es den Felix Burda Award. Seit 2004 werden Unternehmen mit diesem Preis ausgezeichnet. Aber erst in 2017 können wir jemanden aus der Branche auszeichnen, bei dem es eigentlich auf der Hand liegt, so etwas zu tun.
nämlich der Branche der Koloskophersteller. Warum ein Autohersteller, nämlich in dem Falle BMW, und nicht ein Koloskophersteller wie Olympus in 2004 den ersten Felix Bode Award bekam, das können wir vielleicht am Ende des Abends noch diskutieren. Das Warten auf Olympus tatsächlich aber hat sich gelohnt. Warum hat Olympus jetzt diesen Preis verdient? Unter anderem deshalb, weil Olympus allen Mitarbeitern unabhängig vom Alter, unabhängig von ihrer Krankenversicherung die Möglichkeit der Darmkrebsvorsorge und jetzt kommt es eben inklusive Koloskopie gegeben hat. Und das an den Standorten Münster, Düsseldorf, München und Hamburg. Die Jury würdigt insbesondere die gelungene Kommunikation. In dem Falle, denn dank ihrer, dieser Kommunikation, wurde deutlich, dass der Stuhltest nicht das Ende der Darmkrebsprävention ist und Menschen mit einem positiven Resultat, einem positiven Befund und einem familiären Risiko eben dringend eine Koloskopie benötigen. Alle Mitarbeiter wurden zudem individuell zum Betriebsarzt geschickt und von diesem informiert. So konnte an dieser Stelle nochmal, Frau Marz erwähnt, das familiäre Risiko erhoben werden. Damit hat diese Aktion in den Augen der Jury besonderen Vorbildcharakter. Der Felix Bode Award 2017 in der Kategorie betriebliche Prävention geht daher an Olympus Europa SE und Holger Schultgar, Carsten Bonhoff und Professor Dr. Friedrich Hagenmüller. Vielen Dank, lieber Simon. Wo sind die Olympus-Helden und Heldinnen? Ich sehe keine Helden, ich sehe Helden. Ja, habe ich auch drei Namen. So, ich habe hier Carsten Bonhoff. Das ist der Carsten. Holger Schultgar sind Sie und Professor Dr. Friedrich Hagenmüller. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Gratuliere Ihnen von Herzen. Was sind Sie denn für ein Professor und für einen Doktor? Sind Sie ein Arzt oder ein... Ja? Ja, haben Sie nicht mit gerechnet, ne? Also ehrlich gesagt doch. Heute Abend. Ich bin Gastroenterologe, also beschäftige mich mit den Verdauungsorganen. Habe mich viel mit dem Darm beschäftigt. Vor allem mit den Därmen der Olympus-Mitarbeiter. Haben Sie, ne? Und haben irgendwann aber auch beschlossen, Sie werden ein Betriebsarzt, weil das Ihr Fachgebiet ist und weil hier so viele Mitarbeiter sind und dass sich das lohnt. Das ist eine sehr ehrenvolle Unterstellung. Ich bin aber kein Betriebsarzt. Sondern? Ich arbeite im Krankenhaus Altona in Hamburg und arbeite eng mit Olympus zusammen. Und weil wir enge Nachbarn sind und fachlich viel miteinander zu tun haben, sind die Olympus-Mitarbeiter in großer Zahl gerne zu mir gekommen. Jetzt verstehe ich. Das heißt, ihr habt da die Sachen gemacht. Ihr wolltet diesen Award ja unbedingt. Ihr habt euch ja richtig ins Zeug gelegt, oder? Es gab sogar in der Kantine eine Woche der darmgesundheitsfördernden, ganz kurz, Herr Professor, Menüs. Junger Mann, was gab es denn da zu essen? Ja, also wenn man mich vorher gefragt hätte, wie muss so ein Menü aussehen, hätte ich mit den Schultern zucken müssen. Ja. Das ergab sich, dass ich genau zu dem Zeitpunkt eine Praktikantin hatte, die Ökotrophologin war. Und die hat uns dann zum Thema darmgesunde Ernährung beraten. Und da gab es zum Beispiel ballaststoffreiche Menüs, da gab es viel indische Menüs. Also das kam auch in der Belegschaft super gut an. Das haben wir auch dann danach noch wieder fortgeführt, dass auch über die eigentliche Aktion hinaus noch diese Menüs angeboten wurden. Ja, ne, weil ich hätte nämlich gefragt, eine Woche, das lohnt sich doch nicht und jetzt wieder nur Currywurst mit Fritten. Ja. Ach, danach wieder und er lacht über das ganze Gesicht. Endlich wieder Currywurst mit Fritten. Ich komm mal zwischen euch. Also Sie sind der Arzt, zu dem dann die ganzen Mitarbeiter gehen konnten, wenn es zum Beispiel einen Befund gab oder wenn Verdacht war. Und was sind Sie jetzt genau? Sind Sie Chefchen von Olympus? Das ist sehr schön. Da kann ich doch mal, da kann ich doch mal bei meinen Gehaltsverhandlungen drüber sprechen. Was machen Sie denn bei Olympus SE? Ich bin zuständig für das betriebliche Gesundheitsmanagement und koordiniere diese ganzen Gesundheitsaktionen. Also Darmkrebs ist nur ein Teil. Hautkrebs-Screening war zum Beispiel im letzten Jahr eine große Aktion und so. Sind Sie ein Arzt oder medizinisch vorbelastet oder sind Sie einfach nur ein guter PR-Manager? Was sind Sie denn so von Beruf? Ja, eigentlich bin ich Kaufmann und bin da so hineingewachsen. Schön, finde ich gut. So, junger Mann, Currywurst mit Fritten. Wie war die Wachtel gerade? Ja, auch okay. Kann man auch mal essen, ne? Darf ich Sie fragen, was Sie machen im Betrieb? Ich bin fürs Personal zuständig. Und habt ihr gedacht, ja klar, der Award, der ist uns. Nee, haben wir nicht.
ihr nicht mit gerechnet, weil ihr so spät angefangen habt. Ihr stellt Koloskope her. Ja, schön, aber wir haben gedacht, wir machen mal mit, aber das steht ja nicht im Vordergrund, den Award zu gewinnen, sondern die Aktion und war gut. Aber jetzt mal ohne Quatsch, Simon sagt das ja auch in seiner Laudatio, ihr stellt Koloskope her, da lag es doch eigentlich auf der Hand, ne? So eine kluge Aktion zu machen. Das haben wir auch schon vor vielen Jahren das erste Mal gemacht, immer wieder, so alle 5 Jahre, so eine größere Geschichte. Und ist auch ein besonderes Vergnügen, wenn man mit den eigenen Produkten koloskopiert wird. Und dann sich mit dem Hagenmüller noch parallel unterhalten kann, das ist echt eine schöne Angelegenheit. Ich könnte jetzt schon 10 Schweine dafür bewetten, dass der BMW-Mensch später auch erzählt, alle fahren nur BMW. Ja, natürlich. Macht richtig Sinn. Ihr lieben Menschen, meinen allerherzlichsten Glückwunsch zu dieser wunderbaren Auszeichnung. Ich kann nur sagen, schön weiter mit den Damen und so. Ne? Da freut sich auch der Professor, hat er genug zahlende Gäste. Nee, Herr Professor. Ja, ist das nicht schön? Der Felix Broder Award 2017 in der Kategorie Betriebliche Prävention im Mittelstand geht an, lecker, lecker, Neumarkter Lamsbräu. Sehr geehrte Preisträger, Sie haben sich diesen Preis insbesondere verdient, weil Sie was ganz, ganz Raffiniertes gemacht haben. Sie haben Ihre Teilnahme mit Ihrem internen Bonussystem verknüpft. So bekam ein Mitarbeiter für die Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge 35 Punkte. Ein Punkt entspricht 1 Euro, sprich mit der Teilnahme an einer Gesundheitsaktion kann ich mir noch mal 35 Euro verdienen in der Arbeitszeit. Das finde ich schlau. Und so sagt das auch die Jury. Dass Neumarkter Lamsbräu bei seiner Initiative vorbildlich vorgegangen ist. Die Geschäftsführung war eingebunden, wurde ein ganzheitliches Konzept ausgearbeitet. Die Mitarbeiter wurden über verschiedene Kanäle angesprochen. Es gab sogar eben besagtes Anreizsystem für die Teilnahme an dieser Aktion. Insgesamt, so lobt das die Jury, ein sehr glaubhaftes Engagement. Und ich finde, es ist wieder mal ein sehr, sehr deutlicher Beweis, dass es bei der Darmkrebsvorsorge wie im Leben und in großen Unternehmen nicht auf die Größe ankommt. Denn egal ob kleine, mittlere oder Großunternehmen, so eine Aktion für Mitarbeiter geht immer. Der Felix Broder Award 2017 in der Kategorie Betriebliche Prävention geht daher im Bereich Mittelstand an Neumarkter Lamsbräu und Melanie Rothenwolle und Silvia Ohms. Glückwunsch! Glückwunsch und 2 schöne Damen auf der Bühne. Ich freue mich. Ich bin die Hella. Wer sind Sie? Melanie. Die Melanie. Die Silvia. Die Silvia. Ihr Lieben, ich finde, das mit den Bonuspunkten, also ab 100 Bonuspunkte wird das Cash ausbezahlt. 35 Bonuspunkte gab die Koloskopie. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man aus Scheiße Geld machen kann, oder? Also herzlichen Glückwunsch dafür. Haben Sie denn heimlich damit gerechnet, dass Sie den Award bekommen? Naja, wir haben hin und her geschwankt, ob wir ihn gewinnen und wir haben es gehofft. Kannten Sie die Mitnominierten auch? Ja. Und welches davon hat Sie besonders beeindruckt? Also wir haben schon auf Olympus getippt. Also das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, Mensch, die haben verdient zu gewinnen. Und ja. Ja, eben. Warten die auch seit 15 Jahren. So. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Mein lieber... Und du willst jetzt auch gehen und mich hier völlig alleine hier oben verzweifelt stehen lassen? Vielen Dank, Simon Licht. Sehr verehrte Damen und Herren, wir kommen jetzt zur 2. Kategorie des heutigen Abends und das ist die Kategorie Medizin und Wissenschaft. In der Kategorie Medizin und Wissenschaft sind nominiert Professor Michael Brettauer vom Oslo University Hospital, Dr. Michael Kaminski vom Maria Sklodowska Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Professor Ernst Kuipers vom Erasmus University Medical Center Rotterdam und Dr. Mette Karlager von der University of Oslo mit der Studie The Nordic European Initiative on Colorectal Cancer, Nordic. Dr. Niels Halama,
Dr. Inka Zörnig und Professor Dirk Jäger vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg und Professor Christine Falk von der Medizinischen Hochschule Hannover sind nominiert für ihr Projekt Das angeborene Immunsystem als Therapie gegen metastasierten Darmkrebs. HIV-Medikament aktiviert Makrophagen. Und Dr. Iris Landsdorp-Vogelaar, Professor Ernst Kuipers und Professor Manon Spander vom Erasmus University Medical Center Rotterdam sowie Professor Evelyn Decker vom Academic Medical Center Amsterdam sind nominiert mit ihrer Studie The Road to Success of the Dutch National Colorectal Cancer Screening Program. Ich freue mich jetzt von Herzen auf unseren Laudator in der Kategorie Medizin und Wissenschaft, den mit Abstand meist zitierten Leber-, Magen- und Darmforscher in Europa, den Präsidenten der United European Gastroenterology, Professor Dr. Michael Manz. Da ist er schon. Professor Manz, freue mich sehr. Guten Abend. Lieber Professor, Europa prinzipiell zankt sich ja im Moment sehr. Wie sieht das bei diesen ganzen Aktionen aus und Darmkrebsvorsorge? Zieht da Europa an einem Strang? Man muss sagen, nein. Europa ist sehr, sehr heterogen. Die United European Gastroenterology, die ich vorstellen darf, besteht aus 47 Ländergesellschaften. Wir haben Brexit, Nicht-Brexit, ja, wir haben Russland, Ukraine, alle bei uns. Aber die ganzen Screening-Programme sind national. Was natürlich wichtig ist, Krankheiten kennen keine Grenzen, respektieren keine Grenzen. Und deshalb brauchen wir überregionale und übernationale Lösungen. Und Europa ist hier gefordert. Und was machen Sie denn dann? Also Sie sind ja hier. Sie nehmen mir jetzt nicht das Mikrofon nochmal aus der Hand. Ich halte das total süß unter Ihren süßen Schnäuzer. Also, was können Sie denn da zum Beispiel da als Präses von dieser United European Gastro... Ja, was können Sie denn da speziell im Einzelnen leisten? Sie als Mensch, als... Ne? Erstmal ist man ein Teamplayer. Hier sind ja Sportler, ehemalige Sportler, Moderatoren, ehemalige Moderatoren. Was wir können, sind Leitlinien entwerfen. Und eben hat Frau Dr. Mayer schon gesagt, wichtig ist, dass die wissenschaftlichen Gesellschaften, die müssen die Leitlinien entwerfen. Wir müssen dann Politiker überzeugen, dass sie umsetzen. Wir haben auch Politiker hier, die müssen am Ende überzeugt werden. Und wir müssen die wissenschaftliche Evidenz schaffen, dass das, was entschieden wird, auch das Richtige für die Patienten ist. Ja, ja. Und ich glaube, Sie sagen uns ja jetzt, wer diesen wunderbaren Preis gewonnen hat. Und danach würde ich gerne noch mal mit Ihnen sprechen über das Thema. Ich habe nämlich noch andere Informationen. So, bitteschön. Ja, Frau von Sinnen, vielen Dank. Jetzt haben wir Medizin und Wissenschaft. Und das Besondere ist wirklich, was wir gesagt haben, dass Krankheiten keine Grenzen haben und Lösungen müssen grenzüberschreitend geschaffen werden. Und deshalb hat die Felix-Burda-Stiftung, man kann Frau Dr. Mahn nur für ihr Lebenswerk gratulieren, das ist einzigartig, auch nicht nur in Deutschland. Und das ist ein toller Event und es gibt auch ein besonderes Ereignis. Und die Felix-Burda-Stiftung nach 15 Jahren hat sich entschieden, dass wir zwar in Deutschland gute Forscher und Ärzte haben, aber vielleicht nicht nur in Deutschland. Und wenn wir internationale Lösungen finden wollen, müssen wir auch den Award ausschreiben. Das ist der Bedeutung dieses Awards mehr als angemessen, dass wir ausschreiben europaweit. Und deshalb haben wir viele Bewerbungen und Nominierungen gehabt. Das haben Sie eben gesehen, Deutsche sind auch dabei, aber auch aus dem benachbarten Ausland. Und deshalb ist es eine Freude, dass wir jetzt wirklich eine internationale Ausschreibung des Felix Burda Awards haben, eine Innovation zum 15-jährigen Jubiläum. Und deshalb erlaube ich mir jetzt, ins Englische zu wechseln. Im Jahr 2014 hat die Regierung der Niederlande eine Initiative für ein nationales Darmkrebs-Screening-Programm gestartet. Seitdem wurden alle Einwohner der Niederlande, es müssten 12 Millionen sein oder sogar 17 Millionen, alle Menschen im Alter von 55 bis 75 Jahren haben eine Einladung zu einem Fit-Test erhalten. Frau von Sinnen spricht die ganze Zeit über Shit. Und wir sprechen jetzt über Fit. Was bedeutet Fit? Es steht für Fecal, also Fäkalien, Immunochemical Test, übersetzt immunchemischer Stuhltest. Nun, was haben unsere niederländischen Kollegen gemacht?
Sie haben die Menschen eingeladen, einen Fit-Test zu machen. Das Besondere daran ist, dass Sie den Test mit der Post an jeden Niederländer im Alter zwischen 55 bis 75 Jahren verschickt haben. Ein wichtiger Punkt dabei: Die Briefe enthielten einen frankierten Rückumschlag, sodass die Leute ihn einfach zurückschicken konnten. War der Test nun positiv, haben die Teilnehmer eine Überweisung zur Koloskopie erhalten. Wie Frau Dr. Ma schon sagte, 70% der Menschen, die angeschrieben wurden, haben an dem Test und der Koloskopie teilgenommen. Davon können wir hier in Deutschland nur träumen. And this is something that we Germans only can dream of. 3.700 Darmkrebserkrankungen konnten durch diese Screening-Aktion entdeckt werden. Und bei 75% der Teilnehmer konnte die Erkrankung dabei in einem frühen, heilbaren Stadium erkannt werden. Das bedeutet, dass das Screening-Programm der Niederlande bereits in den ersten beiden Jahren über 2.500 Leben im Jahr gerettet hat. Das ist wirklich eine Menge. Dieser Erfolg basiert nicht auf einem Zufall, sondern ist das Ergebnis einer 10 Jahre andauernden Vorbereitungszeit, bevor das Programm 2014 gestartet wurde. Unsere niederländischen Kollegen haben in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitssystem ein Projekt entwickelt, vom Anschreiben der Menschen über das Zurücksenden der Stuhlproben und das Durchführen der Koloskopien. Und darüber hinaus haben sie das Ganze nicht nur vorbereitet, sondern sie haben es in der Praxis auch überwacht und ausgewertet und sind so zu dem Ergebnis gekommen, dass durch den Test das Risiko an Darmkrebs zu erkranken gemindert werden konnte. Und das ist einer der Gründe, warum gerade dieses Projekt für den diesjährigen Award ausgewählt wurde. Zu Beginn habe ich bereits gesagt, dass viele wissenschaftliche Fortschritte von internationaler Bedeutung und grenzübergreifend sind. Das Modell der Niederlande sollte eine Vorbildfunktion haben, nicht nur im eigenen Land, sondern in der ganzen Welt, beginnend in Deutschland. Der Felix Burda Award 2017 in der Kategorie Medizin und Wissenschaft geht an Ernst Kuipers, Iris Landstorp-Vogelaar, Evelyn Decker und Manon Spandaar, stellvertretend für das niederländische Vorsorgeprogramm. Ich bitte nun Professor Kuipers und Professor Landstorp-Vogelaar auf die Bühne. Congratulations. Frau Dr. Ma, she's working so hard. Herzlichen Glückwunsch. Frau Dr. Ma arbeitet so intensiv an diesem Thema. Deshalb bin ich mir sicher, dass sie gemeinsam mit Burda genug Einfluss hat, die hiesige Politik und das Gesundheitssystem zu fragen, warum es solch eine Aktion nicht auch in Deutschland gibt. Why is it so? And second question. Und die zweite Frage. Glauben Sie, dass durch diesen Award die Politiker in Deutschland wachgerüttelt werden, weil man ihnen sagt, seht, was die Niederländer bereits erreicht haben. Lasst es uns ihnen nachmachen. Ich gebe Ihnen das Mikrofon und überreiche nun diesen tonnenschweren Award. Ja. Ich bin mir sicher, dass die Arbeit unserer niederländischen Kollegen den weiteren Weg geebnet hat. Sie haben gezeigt, dass es wissenschaftliche Belege gibt und diese werden benötigt, wie Frau Dr. Ma bereits erwähnt hat. Wenn wir Koloskopien nicht erst ab einem Alter von 55 Jahren, sondern bei allen Deutschen machen würden, das wäre einfach nicht machbar. Das haben Sie sicherlich auch bei den 17 Millionen Einwohnern der Niederlande festgestellt. Man kann keine Vorsorgekoloskopie bei allen machen. Man muss also eine Vorauswahl treffen. Und wie Frau Dr. Ma schon sagte, muss man eine individuelle Vorsorge machen. Und das ist es, was Sie gezeigt haben. Die Ergebnisse dieses Programms wurden auch in einflussreichen Wissenschaftsmagazinen veröffentlicht. Die Fakten liegen also auf der Hand und es wird schwer für deutsche Politiker, diese zu ignorieren. Ihr Applaus. Darf ich Sie als Arzt noch fragen, ist die Altersgrenze von 55 Jahren nicht viel zu hoch angesetzt?
Die Mutter meiner Freundin ist zum Beispiel bereits im Alter von 54 Jahren an Darmkrebs verstorben. Ist diese Altersgrenze also vielleicht eher eine kostengünstige Variante? Nun, das Ganze muss auch machbar sein. Wir haben nicht genug Ärzte und Koloskope, um das durchzuführen. Also brauchen wir eine Altersgrenze. Es ist zunächst wirklich wichtig, mit dem Fit-Screening-Test früher, ab dem Alter von 50 Jahren, zu beginnen. Und wie Frau Dr. Maas schon sagte, wir müssen das individualisieren. Wir müssen nach genetischen Vorbelastungen schauen. 10% der Darmkrebserkrankungen sind vererbt. Und wenn man jemanden in der Familie hat, der daran erkrankt ist, sollte man diese Untersuchung natürlich sehr viel früher machen. Aber das Erstaunliche ist darüber hinaus, dass in den USA nur 50% der Erkrankten auch Verwandte hatten, die genetisch vorbelastet sind. Das bedeutet, dass uns 50% der Ursachen noch fehlen, wir aber auf einem guten Weg sind, sodass wir die Vorsorge immer mehr individualisieren und noch mehr Menschen helfen werden. Darmkrebserkrankungen sind zwar bereits um 16% in den letzten Jahren gesunken, aber unser Ziel ist es, diese um 50% zu verringern. Wir müssen also den Krebs noch früher erkennen. Nun habe ich noch eine Frage an Sie. Ich stelle mich mal dazwischen. Sind Sie stolz? Sehr stolz. Ist dies die erste Auszeichnung, die Sie für Ihre Arbeit erhalten haben? Ja. Haben Sie sehr viel Feedback bekommen? Wir haben Pilotstudien gemacht, bevor wir das Programm gestartet haben, und die unterschiedlichen Testverfahren verglichen. Beim Fit-Test haben wir festgestellt, dass der Zuspruch höher gewesen ist. 60% der Menschen wollten an diesem Test teilnehmen. Und nachdem wir unsere Aktion gestartet haben, war sie sogar noch erfolgreicher. Gewiss auch, weil die niederländische Regierung das Ganze unterstützt hat, was den Menschen noch mehr Vertrauen in das Programm gegeben hat. Die Teilnehmerzahl von 70% ist bisher nur die Untergrenze. Das ist der große Unterschied zwischen den Niederlanden und Deutschland. Dort vertrauen die Menschen in die Regierung. Ich weiß nicht, ob Sie es bereits wussten. Sie erhalten nicht nur diesen wunderschönen, tonnenschweren Award, sondern auch Geld. Wussten Sie das? Ich glaube, hier, kommen Sie mal rauf hier, erzählen Sie mir das mal. Herr Dremel, ich begrüße Sie von Herzen. Dreh das so. 5.000 Euro bekommen Sie von Harald Dremel von Olympus. And he is from Olympus. Thank you, very much. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ein tolles Projekt. Vielen Dank. Wonderful job. Thank you so much. Wer hatte eigentlich den Überblick über alle Bewerbungen? Und wer hat vor allen Dingen den Durchblick gehabt, die überzeugendsten Konzepte und Ideen auszuwählen? Das ist natürlich unsere Jury. Nun, die Jury setzt sich zusammen aus hochkompetenten Mitgliedern, die alle für ihren Bereich eine besondere Expertise haben. Ich bekomme ungefähr 2 bis 3 Wochen vor einer Jury-Sitzung die Unterlagen. Dann liest man sich die ganzen Bewerbungen in Ruhe durch. In der Jury ist es so, dass wir eigentlich schon mit ziemlich guten Vorstellungen kommen, wer die Favoriten sind. Bei uns in der Jury sind etwa 8 Personen mit dabei. Wir haben uns dann schon selber vorbereitet. Jeder hat für sich so eine eigene Bewertung mal vorgenommen. Und dann wird halt gefightet auch in der Jury-Sitzung. Das ist eigentlich schon eine heftige Diskussion immer. Also manchmal weniger, aber manchmal auch mehr. Also bei manchen Bewerbern, da gibt es schon richtige Pro-Contra-Lager, die sich dann bilden. Nimmt an allen Jury-Sitzungen teil, hat aber kein Stimmrecht, sondern das ist nur uns Jury-Mitgliedern vorbehalten, dort eine Entscheidung zu treffen. Die Jury ist natürlich komplett unabhängig. Frau Dr. Ma leistet aber einen wesentlichen Beitrag, indem sie die Moderation da unterstützt, durch interessierte Nachfragen und Kommentare unsere Diskussion anregt. Am Ende entscheidet sie aber nicht mehr. Also
über die Jahre, in denen die Felix-Burda-Stiftung aktiv ist, merkt man deutlich, dass die Menschen draußen auf der Straße, aber auch bei mir als Hausärztin in der Praxis, informierter über das Thema sind. Wenn ich jung wäre, würde ich mich für den Preis eigentlich schon deshalb bewerben, weil es eine extrem gute Kombination ist von wirklich wissenschaftlicher Arbeit und durch die Möglichkeiten nun auch der Felix-Burda-Stiftung der medialen Verbreitung. Einen Aufruf machen. Und du bist so lieb und hältst ihn jetzt, wie früher, der Preis ist heiß. Genau, halt ihn mal schön ins Licht. Vielleicht streichelst du den Preis noch so ein bisschen. Bleib bitte bei mir im Bild, seh gut aus und halt den Preis hoch. Pass auf, dieser Abend gehört all denen, die sich für das Wichtigste engagieren, was wir haben, nämlich unsere Gesundheit. Ohne dieses Engagement gäbe es diesen Abend nicht. Wir können ja nur ehren, was da ist. Der 15. Felix Burda Award soll auch Motivation sein für all diejenigen, die bislang noch nicht daran gedacht haben, sich zu bewerben. So, pass auf. Und jetzt kommst du. Guck bitte auch in die Kamera. Genau, halt den schön hin. So, ich darf mal eben, liebe Verona, die Pappen hinter deinem bezaubernden Hinterkopf verstecken, dass die Menschen denken, ich würde es frei sprechen, ja? So. Sehr gut. Du bist ein Schatz. Du arbeitest mit. Lieber Merle, das zoome mich einfach, also uns beide so ran, dass ich richtig wichtig. Darf ich Sie mal persönlich ansprechen? Ja, Sie. Haben Sie auch eine Scheißidee? Dann bewerben Sie sich. Sie werden in die Annalen eingehen. Sie haben die Chance auf eine einzigartige Auszeichnung. Jetzt du wieder Auszeichnung, einzigartige Auszeichnung. Und ernten Applaus, Anerkennung und Autogramme. Ha! Vielen Dank, meine liebe Flavia. Ich freue mich jetzt auf unsere letzte Kategorie. Ich darf unseren Laudator Dr. Johannes Wimmer zu mir auf die Bühne bitten. So, jetzt nochmal offiziell. Lieber Dr. Wimmer. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Ich habe Fragen an Sie. Ja, bitte. Pass auf. Sie haben nämlich, Sie sind ein sehr populärer YouTube-Mensch. Sie sind ein Arzt und auf YouTube machen Sie, ich habe Sie ein paar Mal gegoogelt. Also Sie machen, wenn ich das mal sagen darf, ich bin ja eine alte Fernsehhäsin. Sie machen das ganz toll. Sehr verständlich, sehr menschlich. Man kann es wirklich verstehen. Und man glaubt Ihnen auch. Das finde ich besonders überraschend, ne, für einen Arzt. Also, ne. Nein, man glaubt ihnen wirklich. Aber pass auf, ich habe eine Frage. Sie haben auf YouTube angefangen als Dr. Johannes, ne? Und jetzt legen Sie Wert auf Dr. Johannes Wimmer. Warum wimmerte Sie heiser? Weil die Ärzte dachten, und vor allem auch die, also insbesondere Kollegen oder auch Zuschauer dachten, ich wäre kein richtiger Arzt. Der NDR hat Zuschauerzuschriften bekommen, wo es hieß, aus welcher Kellogg's-Packung hat der denn seinen Doktortitel bekommen? Und wissen Sie, woran das liegt? Weil Sie das so toll machen, weil Sie das so natürlich machen. Nein, wirklich? Das ist aber ein Problem. Also das ist tatsächlich. Viele Ärzte fanden das nicht so witzig am Anfang. Und ja, irgendwie dachte ich mir, dann trete ich mit dem ganzen vollen Namen auf. Der Ursprung war eigentlich, Freunde haben mich angerufen, nachts um 3. Und wenn die gesagt haben, hier, ich brauche mal was aus der Apotheke, haben die nicht gesagt Johannes und natürlich auch nicht Dr. Wimmer, sondern mal, oh, Dr. Johannes, kannst du mal eben was holen? Und mir geht's so schlecht. Ja, dann fing mit. Und jetzt, wo du Dr. Wimmer heißt, rufen sie dich nicht mehr an, oder was? Das hat abgenommen. Aber vor allem können die Leute wirklich sehen, also sie können ja sogar meine Doktorarbeit finden. Und worüber hast du denn promoviert? Sprich mit mir. Knorpelersatzverfahren im Kniegelenk. Und da habe ich verglichen radiologische Bilder mit dem Patientenempfinden und dem, was der Arzt findet. Das heißt, du bist eigentlich ein Orthopäde von Hause aus? Nö, eigentlich bin ich nix. Ich habe ein bisschen Radiologie gemacht, ein bisschen Chirurgie und irgendwann habe ich mir gedacht, das, was ich gerne machen würde, nämlich Kommunikation mit dem Patienten, das gibt es gar nicht als Facharzt, also gehe ich meinen eigenen Weg. Das finde ich ja schon mal klug, aber wieso hast du dich denn dann fürs Knorpel im Knie entschieden? War das das Einfachste, was es gab damals, oder? Da bin ich so ein bisschen reingerutscht und damals dachte ich noch, Radiologie ist das Geilste, was es gibt, hat sich herausgestellt, dass es nicht ist. Weil schwierig, oder was?
Nee, weil einfach Legebatterie. Also die Menschen kommen vorne rein wie in der Fleischfabrik, du haust die durch und nach 180 Patienten am Tag hast du keine Ahnung mehr, wo rechts und wo links ist. Und dann sollst du mit den Patienten reden und das wird bestraft. Verstehe. Sag mal, praktizierst du denn? Hast du eine eigene Praxis oder bist du ausschließlich ein Berater, ein medizinischer auf YouTube-Channel? Also ist das wirklich dein Hauptding? Du hast gar keine Zeit mehr zu praktizieren? So halb. Ich baue mir meinen Alltag so ein bisschen zusammen. Ich bin an der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf und bin dort wissenschaftlich tätig und erforsche, wie man Leuten eben über den Bildschirm helfen kann. Also ich sehe auch Patienten dort vor Ort, aber natürlich nicht mehr so wie bis Mitte letzten Jahres, wo ich noch in der Notaufnahme war. Ich finde das klug und wichtig, weil wir wissen, nein, ich will dich, ich mache dir doch wohl hoffentlich einen seriösen Eindruck. Ich finde es wirklich klug und wichtig, weil wir wissen ja auch, dass sie immer medialer wird, die Welt. Wir wissen vor allen Dingen auch, wenn ich das mal kritisch anmerken darf, dass viele Leute das Vertrauen in Ärzte tatsächlich auch am Verlieren sind. Ich habe in den letzten 2-3 Jahren so viele Freunde, die sich haben operieren lassen und danach totale Probleme haben, weil, also ich will es nur mal sagen, und jemand wie du, der kompetent ist und sympathisch und natürlich noch sehr gut aussehend, ich glaube, dass du Vertrauen schaffen kannst, was ich wichtig finde. Ihr Lieben, wir haben die letzte Kategorie heute Abend und wir haben eine Mats Engagement des Jahres. Mats ab, bitteschön. In der Kategorie Engagement des Jahres sind nominiert Cornel Wachter und Timo Belger mit dem Projekt Die wunderbare Welt des Cornel Wachter, Wachter und Freunde für die Darmkrebsvorsorge. Privatdozent Dr. Christoph Schmidt, Professor Berthold Schneider und Professor Andreas Thürler vom Integrativen Darmzentrum Bonn-Rhein-Sieg sind nominiert mit ihrem Projekt Gemeinsam gegen Darmkrebs, Vorsorge, rettet Leben. Und Daniela Stäbler, Markus Gasteiger und Martine Ruckli vom Schweizer Apothekerverband Pharma Suisse sind nominiert mit ihrem Projekt 50+. Dann direkt zur Darmkrebsvorsorge. Ich habe ja nun eine Rede vorbereitet und ich habe mir gedacht, ich lege gleich mit der Rede los. Ich habe versucht, ein paar Brüller einzubauen. Das ist gar nicht so leicht als Arzt. Ich bin nun kein Comedian. Aber ich dachte mir, vor allem als ich Ihren Worten gelauscht habe, Frau Ma, ich bin nun heute 33. Ich werde bald 34, aber 33 ist für Sie ein besonderes Alter. Und ich muss sagen, was Sie gesagt haben, hat mich sehr berührt. Ich nehme was aus meiner Rede vorweg. Ich habe in der Notaufnahme in Hamburg-Wandsbek gearbeitet. Das ist eine Notaufnahme, die nicht besonders im schicksten Stadtteil von Hamburg ist. Und Sie glauben gar nicht, wie oft ich nachts, am Wochenende oder zu ziemlichen Unzeiten, gerade bei Männern festgestellt habe, dass ich der erste Arzt bin, der diesen Männern sagen muss, dass sie Darmkrebs haben. Können Sie sich das nicht vorstellen? Da kommt ein Mann wegen Probleme beim Stuhlgang oder was auch immer. Und ich habe schon mit der reinen Untersuchung nur mit meinen Händen festgestellt, der hat Darmkrebs. Das ist unnötig. Und jetzt stehe ich hier mit 33. Ich weiß, das ist für Sie ein besonderes Alter, weil Ihr Sohn Felix mit 33 von uns gegangen ist. Und ich selber möchte auch nochmal betonen, es ist nicht nur die Mutter, die den Schmerz erlebt, wenn sie ihre Kinder gehen sieht. Mein Vater ist mit 38 vor meinen Augen gestorben. Das ist hart. Und es ist unnötig. Es ist so oft unnötig. Und ich möchte heute Abend über jemanden reden, der den Krebs überlebt hat, der den Krebs besiegt hat. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass Felix Burda das Leben gegen den Krebs verloren hat, aber trotzdem, wenn ich mir die Runde heute anschaue, den Krebs besiegt hat. Der Felix Burda Award mit dem wundervollen Titel Engagement des Jahres geht heute an Cornel Wachter und Timo Belger. Mit dem Projekt Die wunderbare Welt des Cornel Wachter, Wachter und Freunde für die Darmkrebsvorsorge. Und ich möchte Ihnen sagen, dass dieses Projekt, das nicht ganz bis Hamburg durchgedrungen ist, weil es ein Kölner Projekt ist, mich trotzdem sehr berührt hat, weil es ein wundervolles Projekt ist. Cornel Wachter selbst wurde mit 48 Jahren von dem Krebs, wie er selber sagt, überrascht. Das ist nicht selten, das kommt häufig vor. Er brachte eine Operation und eine 14-monatige Chemotherapie hinter sich, um den Krebs zu besiegen. Und das ist, finde ich, ein Applaus wert.
Und das ist auch häufig bei Menschen, die eben aus so einer Situation herausgehen. Seitdem empfindet Wachter sein Leben als wunderbare Welt, wie er selber so schön sagt. Eine Welt aus vielen Freunden, die gemeinsam an einem Strang ziehen und vieles bewirken können. Genau diese Welt aus Kölner Künstlern, Sportlern, Musikern und Schauspielern begeisterte Wachter, um gemeinsam mit Kommunikationsdesigner Timo Belger, deswegen Wachter und Belger, eine wichtige Botschaft zum Kölner Stadtgespräch zu machen. Und das ist: Vorsorge ist Männersache. Und jetzt muss ich meinen, als Hamburger, mein Kölsch bemühen. Sicher dat. Denn was hat Cornel Wachter durch seine Erkrankung und seinen Kampf gelernt? Das sind zwei Dinge. Erstens sollten wir häufiger zur Darmkrebsvorsorge gehen. Und zweitens machen das gerade Männer, nennen wir es mal, weniger gern. Das habe ich gerade schon erläutert. Das ist etwas, was ich immer wieder erfahren habe und was Ihnen hoffentlich auch zeigt, wie sehr das selbst in jedem Nachtdienst, an jedem Tag und in jeder Klinik immer wieder evident ist. Wachter ging das Problem kreativ an. Er entwickelte ein Kampagnenmotiv mit Comedian Caroline Kebekus und den Schauspielerinnen Sabine Postel und Marielle Milovic, den Ex-Nationaltorwart Toni Schumacher Bärtchen ins Gesicht malte. Jetzt haben die Poster nicht alle vor Augen, also es sind keine Bärtchen, wie es momentan bei dieser Bundeswehr-Geschichte so durch die Kaserne geht, also richtige Bärtchen mit so Schnurzel und Schnauzel, also schon so ein bisschen nett, und das war dann auch auf Plakaten zu sehen. Und diese haben man wirklich hundertfach in Köln im Stadtgebiet begleitet von einer unglaublichen PR-Kampagne und einem noch viel unglaublicheren kostenfreien Magazin mit zahlreichen prominenten Gastautoren. Also wirklich von Daniel Brühl bis über diverse Tenore und so weiter. Also es war wirklich phänomenal. Und diese bunte Mischung aus Lokalkolorit und Entertainment, das ist heute ganz wichtig, auch in Zeiten des Internets, dass man irgendwie versucht, Nähe zu den Menschen aufzubauen, indem man lokal bei ihnen vor Ort ist. Die gepaart mit gesundheitlichem Wissen über Darmkrebs und die einzelnen Schritte für die Vorsorge fand ihren Live-Höhepunkt in einem Aktionstag vor dem Schokoladenmuseum. Wo man sagen muss, wir haben Schokolade jetzt mit der Farbe, wir haben es durch, den Lacher spare ich mir. Und dabei haben Wachter und Belger ein Darmmodell aufgebaut und das nicht einfach nur ins Freie gestellt, sondern sie wählten auch noch ein besonderes Datum, um es noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Also ich wäre gern dabei gewesen. Das war der das Weltkindertagfest als Datum. Und sie platzierten das in einer Art volkstümlichen, volksfestähnlichen Trubel unter tausenden Familien und brachten somit das Thema unkonventionell, aber gerade genau dadurch ganz präzise an die Menschen. Die Black Föß, kenne ich gar nicht, aber bitte, die Black Föß sorgten für... Was? Südlich der Elbe beginnt der Orient. Also, die Black Föß... Ich werde Sie bald lauschen, der Melodie. Sorgen für gute Laune. Hella singt gleich ein Lied. Das Darmzentrum Köln beriet und die AOK bot auch noch eine Mitmachaktion für Kinder. Also Sie müssen sich vorstellen, vorm Schokoladenmuseum ein Riesendarmmodell, AOK, Black Föß und wer nicht alles. Das ist so eine Art Spiel Spaß und Spannung für die ganze Familie. Das kommt dann auch wieder dem Ü-Ei sehr nahe. Also das war schon sehr schlau. Und die Jury kurierte deswegen dieses Projekt zum Preisträger, weil das persönliche Engagement des Initiators in besonderer Weise herausragend ist. Es ist ihm gelungen, so die Jury, seine Freunde, Prominente und Institutionen, die sind ganz wichtig, zum Mitmachen zu bewegen. Und darüber hinaus wurden die Maßnahmen professionell umgesetzt und die Inhalte und Botschaften wurden eben ohne den erhobenen Zeigefinger, das fällt uns Ärzten manchmal sehr schwer, und dann auch noch auf eine lockere Art, das fällt uns Ärzten eigentlich auch sehr schwer, und dann noch auf eine motivierende Weise umgesetzt. Und das kriegen wir Ärzte meistens überhaupt nicht mehr hin. Und deswegen ganz verdient und wundervoll erhält den Felix Burda Award 2017 in der Kategorie Engagement des Jahres Cornel Wachter und Timo Belger. Herzlichen Glückwunsch. So, wo sind die Herren? Lieber Timo, herzlichen Glückwunsch. Mua. Freunde, er kennt Black Föß nicht. Ich stimme es kurz an. Denn hey, hält mal zusammen, egal was doch passiert. In unserem Fädel, la 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 la, la.
la, 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 la. Okay, wir sind Kölner. Conal, du bist ja der, der am Darmkrebs erkrankt. Sagt man eigentlich immer noch, ist, auch wenn der Krebs besiegt ist, würdest du sagen, ich habe Darmkrebs? Oder sagst du heute, ich hatte Darmkrebs? Das ist der ganze Grund, warum ich hier überhaupt stehe. Ich habe eine Zeit lang wirklich gedacht, das ist ein Missverständnis. Ich habe wirklich gedacht, das hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun. Ich lag in einem Krankenhaus, was mein Großvater gebaut hat, bei uns in der Südstadt, wo mein Vater 40 Jahre Oberarzt war, er 50 Jahre Chefarzt. Und ich habe gedacht, das ist ein Missverständnis. Wieso liegst du hier? Das kann doch gar nicht sein. Was machen die denn mit dir hier? Und ich habe das einfach nicht akzeptiert. Und irgendwann traf ich den Axel Hill von der Express auf der Straße und er sagte, hör mal, du bist so ein C-Promi, können wir mit dir nicht mal irgendwas machen zu dem Thema? Da ist die Silvi Mais, die hat jetzt gerade unsere... Ich sage, hör mal, lass mich in Ruhe mit so Sachen. Und dann sagte mir einer von der Fortuna, unser Teammanager, sagte, hör mal, ich verstehe dich nicht. Du hast immer gesagt, dass wir dir nicht gesagt haben, wenn wir zur Spiegelung gehen. Wenn die Polizisten von der Fortuna zur Spiegelung gehen, wenn die Feuerwehrleute zur Spiegelung gehen und so weiter. Und jetzt hättest du die Möglichkeit, all diese Leute anzusprechen. Und zack, war ich da und habe gesagt, hör mal, das ist mein Sport. Natürlich will ich die alle erreichen. Ich will die alle erreichen. Also, dann gehen wir bitte schön in die Express. Aber wir machen keinen Boulevard daraus. Ich möchte, dass ein großer Kasten für das Darmzentrum Köln, die haben ja bei Ihnen auch schon mal den Preis gewonnen, 2012, nicht wahr? Reserviert ist, dass eine klare Information da ist. Den Kasper kann ich machen, das ist kein Problem. Aber da muss eine klare Information sein. So, und das haben wir jetzt auch wieder verfolgt, Timo Berger und ich, als wir das Magazin rausgegeben haben, 20.000 Mal in Köln, ein Stadtmagazin, haben wir auch die klare Information von Frau Mahr, von der Felix-Burda-Stiftung übernommen, haben zwei Seiten gehabt, auf denen sich die Menschen informieren konnten. Und wir hatten dann halt eben neben diesem witzigen Kampagneplakat Texte von Freunden, die bei uns in der Südstadt wohnen, wie der Frank Schätzing oder Rolando Villacion, der Tenor, hattest du eben schon gesagt, ja, oder Marc Benecke mit Michaela Schaffrath, die haben sich über Tätowierungen unterhalten. Also Texte, die überhaupt scheinbar gar nichts damit zu tun haben. Willst du eigentlich die Antwort auf meine Frage vermeiden? War das eine taktlose Frage von mir? Nein, ich frage das jetzt bei allem Respekt. Ja, meine Frage ist wirklich, zum Beispiel Alkoholiker, die 30 Jahre trocken sind, sagen immer noch, ich bin Alkoholiker. Und meine Frage ist tatsächlich, ich weiß, du wirst metastasenfrei sein und sagst du jetzt, ich habe den Krebs besiegt oder sagst du, ich habe Darmkrebs und hoffe, das wort. Also ich bin Darmkrebspatient. Ich bin Darmkrebspatient. Ich muss alle halbe Jahr noch zu meinem Dr. Kai Severin, der auch mal hier gestanden hat, 2012. Und ich bin Darmkrebspatient. Man soll das immer auch für sich, das war eigentlich der Bogen. Ich habe ihn verloren. Genau, das war der Bogen. Ich wollte sagen, ich habe diese Krankheit lange Zeit nicht akzeptiert, aber über dieses Engagement habe ich sie zu meiner gemacht. Ich habe verstanden, das gehört zu mir. Das ist auch mein Lebensweg. Ganz klar. Das ist... Du hast mal gesagt, gerettet hat mich ein Blick in die Augen meines Sohnes Julius. Das ist sicherlich so gewesen. Ich hatte völlig abgebaut. Ich hatte, du kanntest ihn, glaube ich, auch, Sigmar Polke, ein Freund von mir, ein Maler, gesehen noch ein paar Tage bevor er gestorben ist. Und dann habe ich einen Ilius bekommen. Ich hatte also eine Darmverschlingung. Das war die Reaktion. Und danach lag ich im Krankenhaus und die sagten, okay, wir machen dich wieder auf. Wir werden dir einen Ausgang legen und so weiter und so fort. Und ich dachte wirklich, das war's. Ich kann auch nicht mehr zu dieser Chemotherapie. Das ist eine solche Anstrengung gewesen. Ich bin manchmal auf der Straße gewesen, auf der Einkaufsstraße, Severinstraße bei uns, hatte eine Gurke in der Hand und wusste sie nicht nach Hause zu bringen. Und dann hatte ich Freunde, die kommen und haben gesagt, der Afrika Hans, ja, und hat gesagt, hör mal, soll ich dir die Gurke abnehmen, ja? Und dann nehme ich dich in den Arm, nehme nach Hause. Ich war kaputt, ich war völlig fertig, ich wollte nicht mehr. Ich habe wirklich nicht mehr gewollt. Und dann kommt dieser Kerl da rein, 2001 geboren, wir rechnen jetzt, es ist 2010 gewesen, und guckt mich durch die Augen, durch die Beine seiner Mutter an. Sie wollte nicht so ganz, dass er das sieht, wie ich da liege, so grau und aschfahl. Und dann kommt er durch die Beine und guckt mich an. Und in dem Moment habe ich gedacht, komm, Schalter umlegen. Du gehst jetzt dahin wie ein Soldat. Und ich kann euch sagen, ich bin nur 800 Meter rübergegangen zu meinem Onkologen Kai Severin von meinem Haus aus, wo ich jetzt seit 55 Jahren lebe. Ich habe früher immer gesagt, ich will da mal rausgetragen werden. Dann bin ich lange Zeit mit solchen Scherzen nicht mehr. Ja, aber jetzt mache ich sie wieder. Ich will da wieder rausgetragen werden. So. Und dann bin ich diese 800 Meter rübergegangen. Und ich musste alle 200 Meter anhalten und mir den Abend von vorher nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es ist so. Es ist ein Horror gewesen. Aber ich habe es gemacht und ich habe es überstanden. Und ja, mein Gott, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder und deswegen die wunderbare Welt. Und der Titel ist von Timo Berger. Das ist gar nicht mein Titel, sondern es ist sein Titel. Er hat mir so wahnsinnig viel geholfen. Timo, komm mal her.
Oh. Was der Dr. Johannes, Dr. Wimmer hochhält. Wer von euch möchte diese tonnenschwere, 2,5 Kilo wiegt es? Boah. Schwer, ne? Herzlichen Glückwunsch, Cornel Wachter und Timo Belger zum Engagement des Jahres. Nein, es gibt noch viereckig Geld. Wir haben Herrn Hans-Rainer Schröder von BMW Berlin hier mit dem Scheck über 5000 Öcken. Oh. Guten Abend, lieber Henrik. Als Profi kommt er natürlich mit dem Mikrofon. Herr Renz, man kennt dich natürlich aus Welt der Wunder als Moderator. Ja. Erst bei ProSieben, dann bei RTL 2. Genau. Jetzt bist du Programmchef eines, ist das 24 Stunden, ne? 24 Stunden, 7 Tage die Woche, empfangbar wie ARD. Vollprogramm. Ja, voll. Ja, ich finde das Hammer. Ja. Können wir bitte später bei der Currywurst kurz sprechen? Ich wollte euch ein Format aufs Auge drücken. Absolut. Nehme ich, aber ich kann nicht zahlen, weil ich bin ein kleiner Independent-Sender. Ja, das Schöne ist, ich mache es im Internet, die zahlen es jetzt auch schon nicht. Aber wir machen einen Comic-Talk und es gibt doch eine wunderbare Welt. Und ich meine, wenn es wunderbare Welten gibt, dann doch wohl im Comic. Das ist toll an einem Sender, wir können im Moment alles machen. Ne, ihr könnt alles machen. Deswegen gucken bin ich noch ganz wenig, deshalb können wir alles machen. Genau. So habe ich bei RTL auch angefangen. Ja, da hieß es noch RTL Plus. Kannte keine Katze, ich habe es selber auch nicht gesehen. So. Liebes, du machst Frau Dr. Christa Mahr und dem Felix-Burda-Award-Stiftung ein ganz besonderes Geschenk dieses Jahr. Ja, weiß ich nicht. Also, ich tue das total gerne. Also, ich muss eine kleine Geschichte erzählen zu Felix-Burda und dem Award, weil wir haben ja vor etwa 3 Jahren, habe ich dann diesen Irrsinn mit diesem TV-Sender gestartet, mit meinen Leuten zusammen. Und dann muss man sich ja so ein bisschen werbefinanzieren. Hofft man zumindest. Im ersten Jahr glaubten wir auch daran, dass da irgendwie was passiert, aber wir hatten nicht einen einzigen Werbespot. Wir kriegten keinen, also auch kein Geld. Und dann kriegten wir aber so einen Brief von der Felix-Burda-Stiftung und man fragte, ob wir nicht ihren Werbespot spielen könnten. Und wir haben gesagt, hurra, endlich ein Werbespot, und haben ihn gespielt und gespielt und gespielt und gespielt und waren froh, wir hatten einen Werbespot on air. Ja, geil, das war aber unentgeltlich, oder wie? Hauptsache Werbung. Logisch. Das ist der mit dem schönen, mit dem Kinderchor? Nee, das war ein anderer noch. Das ist schon über 3 Jahre her. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Und dann kriegten wir dieses Jahr einen Anruf und da wurden wir gefragt, ob wir nicht die Veranstaltung übertragen wollen. Und wir machen so 1 oder 2 oder 3 Projekte, wo wir sagen, das finden wir wichtig, das finden wir gut, das finden wir toll. Und ja, dann habe ich sofort gesagt, ja, machen wir. Und jetzt machen wir das. Das finde ich super. Mädels, zieht euch die Lippen nach. Ihr seid im Fernsehen. Dieser wunderbare. Aber alle sehen toll aus. Ja, das stimmt. Und der wunderbare Abend wird übertragen am 21.05., das heißt in einer Woche, am Sonntag, um 22.15 Uhr auf Welt der Wunder TV. Ja. Vielen Dank dafür, lieber Danke Henrik, dir. Noch einen schönen Abend. Dankeschön fürs Kommen. Danke. Und ciao, fürs ciao. Machen. Toll, Dankeschön. Ihr lieben Menschen, wir kommen nun zu einer Premiere. Heute Abend verleiht die Felix-Burda-Stiftung zum allerersten Mal den Ehren-Felix. Eine Auszeichnung, über die keine Jury, sondern das Team der Felix-Burda-Stiftung selbst entschieden hat. Und diese Auszeichnung, der silberne Ehrenfelix, geht heute zum ersten Mal an einen sehr, sehr besonderen Menschen. Und mehr dazu wird uns jetzt eine besonders aparte junge Lady verraten. Herzlich willkommen, Sophia Tomalla. Du hast gesessen, jetzt stehst du vor mir. Hilf mir. Wobei soll ich dir helfen? Wobei soll ich dir helfen? Du sollst mir eine Frage beantworten. So. Ich sehe auch keinen Klebestreifen, ne? Brauchst auch nicht. Nee. Nicht mehr, nicht mehr. Du bist 27 auch, ne? Genauso alt wie unser erster Ehrenfelix-Preisträger. Ich habe aber gelesen, liebe Sophia, du bist eine Influencer. Und ich frage mich, warum bist du eine Grippe? Das habe ich nicht verstanden. Warum ich was bin? Eine Grippe. Influencer kenne ich aus dem Film nur. Nein, du hast irre viele Follower. Auf Instagram, Twitter, hilf mir. Auf Instagram, ja, aber ich sehe das nicht als Influencer, ich sehe das eher an Sophia Interessierte. Ich meine, wir Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, wir beeinflussen natürlich unfreiwillig, also aber als Berufsbezeichnung Influencer würde ich mich nicht nennen. Nee. Du warst aber Kickboxerin oder machst du den Sport noch zur körperlichen Ertüchtigung? Ja, ich mach's schon noch ab und zu mal, aber natürlich keine Kämpfe mehr. Das habe ich früher gemacht. Aber das hilft wahrscheinlich auf dem roten Teppich, oder?
So, und der junge Mann, über den du jetzt sprechen wirst, der ist auch ein Kämpfer, aber der hat einen ganz, ganz anderen Gegner, als du vielleicht in deiner Jugend als Kickboxerin hattest. Und ich freue mich jetzt sehr auf deine Laudatio. Dankeschön. Dankeschön. Was ist eigentlich dieser Ehrenfelix, den die Felix-Burda-Stiftung heute mal zum ersten Mal verleiht? Felix Burda gab seinen Eltern Hubert Burda und Christa Ma kurz vor seinem Tod einen Auftrag mit auf ihren weiteren Lebensweg. Sie sollten eine Stiftung gründen, die seinen Namen trägt und die sich dafür einsetzt, dass viele Menschen sein Schicksal erspart bleibt. Felix blickte damals über sein eigenes Leben hinaus. Er dachte an andere Menschen, die nicht krank werden sollten. Sein Auftrag hat den Stein ins Rollen gebracht. Deshalb gibt es diese Stiftung. Deshalb gibt es mediale Kampagnen. Deshalb spricht man mittlerweile ganz ungehemmt über Darmkrebsvorsorge. Deshalb sitzen wir heute alle hier. Und deshalb wurden bereits über 100.000 Todesfälle durch Darmkrebs verhindert. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Mit dem Ehrenfelix will die Felix-Burda-Stiftung Menschen auszeichnen, die wie Felix Burda an Darmkrebs erkrankt sind und die sich trotz ihrer Erkrankung für andere Menschen stark machen und sie vor dieser Erkrankheit bewahren sollen. Liebe Gäste, liebe Preisträger, liebe Frau Dr. Ma, der erste Ehrenfelix der Felix-Burda-Stiftung geht an Benny Wollmershäuser. Herzlichen Glückwunsch. Du, lieber Benny, sollst heute als Erster mit dieser besonderen Auszeichnung geehrt werden. Denn du bist jedenfalls ein besonderer junger Mann. Benny Wollmershäuser, liebe Gäste, erkrankte bereits mit 20 Jahren am Darmkrebs. Der Tumor war damals 10 cm groß und er hatte Glück im Unglück, denn der Krebs hatte nicht gestreut. Anders als bei seiner Mutter, die erkrankte nämlich direkt danach an Darmkrebs und verstarb genau heute vor 4 Jahren, am Muttertag. Heute ist Benny 27 Jahre alt, aber von Krebs frei keine Spur, denn der Tumor kam zurück. Trotz dieses eigenen Schicksals und dem Verlust der Mutter, trotz der zahlreichen Operationen und Chemos, bis heute immer wieder, trotz der Stomas, all der kräftezehrenden Einstrengungen, trotz der Ängste, dieser Mann hat eine unglaubliche Lebensfreude und einen Tatendrang, der tief beeindruckt. Benny Wollmershäuser ist unter dem Titel Canceling Cancer auf zahlreichen Social-Media-Portalen aktiv. Er gründete die Facebook-Gruppe Junge Erwachsene in Krebs, in der sich rund 560 Betroffene austauschen und unterstützen und initiierte eine Krebs-Blogger-Gruppe, die diejenigen zusammenbringt, die öffentlich über ihre Krebserkrankung schreiben. Außerdem hat er noch eine reale Selbsthilfegruppe für junge Menschen mit Krebs in Schwäbisch Hall ins Leben gerufen und äußert sich auf YouTube unverblümt zu all den Nebenwirkungen seiner Krebserkrankung von Impotenz bis Stoma-Beutelwechsel. Sein offener Umgang mit der Erkrankung und sein Optimismus bringen ihn zu Talkshows ins Fernsehen und ins Radio. Menschen schreiben über ihn und selbst über Büchern wird seine Geschichte veröffentlicht. Neben all den Tipps und Hoffnungen, die Benny für andere Betroffene liefert, liegt ihm aber noch einiges am Herzen, die Prävention. Und so hat er in diesem Darmkrebsmonat März die Aktion »Es gibt kein zu jung« initiiert. Jeden Tag veröffentlicht er auf Facebook ein Foto und Statement eines Darmkrebspatienten unter 40. Sein Appell dabei an die User: Hört auf die Warnsignale eures Körpers. Informiert euch und checkt, ob irgendwelche Krankheiten in eurer Familie häufiger auftreten. Krebs sollte kein Tabuthema sein. Und auch über die buchstäbliche Scheiße kann man reden. So, Benny, dann lass uns darüber reden. Lieber Benny, herzlichen Glückwunsch. Bitte komm auf die Bühne. Benny, herzlichen Glückwunsch. Super, hallo. Boah, jetzt lass mal bitte hier gucken, wie die wirklich aussieht. Ja. Vielleicht hältst du den mal kurz in die Kamera, dass der Kollege zoomt. Du stellst dich bitte daneben, ne, ganz stolz. Die wird aber super auch an dein Revier heute Abend passen. Willst du die direkt tragen vielleicht? Oder hast du Angst, dass du die vielleicht verlierst? Oh ne, guck mal, da ist eine gute Sicherheitsnadel dran. Mit einem Sicherheitsverschluss. Die ist nicht so richtig zum Verlieren. Nee.
Du hast ein sehr sonniges Gemüt, glaube ich. Du bist ein sehr optimistischer, lebensbejahender junger Mann. Weißt ja, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Ja, sind das die Gene, Mama und Papa? Oder was glaubst du, wo ja, das herkommt? Ja, doch, vor allem Papa, würde ich sagen. Also der ist auch so ein sonniges Gemüt. Und aber wovon es jetzt genau kommt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Es ist einfach da, ja. Jetzt gehörst du ja doch zu der eher seltenen Gruppe, die wirklich in sehr, sehr jungen Jahren diese, ich darf sagen, Kacke haben. Was macht das mit dir? Denn du hattest ja praktisch gar keine Chance, ne? Mal eben zu sagen, oh, ich gehe mit 18 schon mal zu einer Vor. Was macht das mit dir? Und was glaubst du, was kannst du in Zukunft daraus machen aus dieser eigenen Betroffenheit? Also klar, am Anfang war es natürlich ein langer Weg, überhaupt in so eine Verarbeitung reinzukommen, wo man sich das vorhält, was man da alles durchgemacht hat. Die Realisierung kommt ja erst nach den Behandlungen. Und jetzt, wo ich dann so im offenen Umgang mit umgehe, kommen dann natürlich auch so Geschichten, warum gibt es die Vorsorge nicht früher? Oder klar, natürlich auch so kritische Sachen, warum hat sich Mama nicht mehr darum bemüht? Oder ich erlebe es auch in meiner Verwandtschaft, dass jetzt immer noch Verwandte sagen, sie gehen nicht zur Darmspiegelung, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Und also es gibt schon Momente, wo man wütend wird, aber andererseits, man will ja mit den Menschen reden und die aufklären. Ich will einfach das Beste draus machen und man merkt einfach doch, ich finde es toll, dass es so Leute gibt, wie zum Beispiel Dr. Johannes Wimmer, wo so auf Facebook aktiv ist und die praktisch von Ärzteseite die Sachen verständlich erklärt, aber ich finde, es ist eben nochmal ein ganz anderer Standpunkt, wenn der Patient selber, der erkrankt ist und der in der Lage dazu ist, das nochmal so rüberkommt. Ja, das glaube ich auch. In welchem Stand bist du im Moment? Also du trägst aktuell das Stoma. Hast du Hoffnung, dass das zurückgebaut wird für dich? Ist das hoffnungsfroh? Also ich habe sogar zwei Stomas für die Fachleute. Ah, du lässt es aber krachen. Ja. Du hast sogar zwei. Warum hast du zwei? Eins, für den Dickdarm und für den Dünndarm? Oder wie habe ich mir das als Laie vorgestellt? Ja, die gab es zum Preis von einem. Nein, Quatsch. Also. Nein, soll ich jetzt echt die Geschichte erzählen? Ja, sei ja, verliebt. Klar. Ja, also nach der ersten Diagnose gab es eben erstmal so die große OP. Und da wurde eben das Stoma gelegt, um so die Region zu entlasten, mit dem Gedanken, das erstmal später zurückzuverlegen. Ja. Und das war auch die Frage von gerade. Also das wäre im Moment eben nicht möglich, weil ja der Krebs immer noch da ist. Und so mit dem Stoma ist der Darm eigentlich aus der Gefahrenregion. Und das andere Stoma habe ich jetzt erst ein knappes Jahr, weil ich letztes Jahr noch eine OP in Heidelberg hatte. Und da war eben auch so der Ansatz, schauen wir nochmal, ob wir alles rauskriegen. Ging aber nicht. Und weil ich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich mit Inkontinenz zu kämpfen habe, habe ich praktisch selber mit den Ärzten mich zusammengeguckt und habe gesagt, auch wenn jetzt der Krebs nicht rausgeht, bitte legt mir das Stoma, also das Urostoma, also für die Harnwege, damit es einerseits auch aus dem Gefahrenbereich raus ist und damit ich halt besser leben kann. Weil ich habe immer, also eine gute Freundin hat so einen Spruch geprägt, den sage ich immer wieder gerne, lieber ein Beutel am Bauch als ein Zettel am Zeh. Jawohl. Und das ist echt so. Lieber ein Beutel am Bauch als ein Zettel am Zeh. Das finde ich auch den coolsten Spruch überhaupt. Was sagen denn die Ärzte zu dir? Sagen die, wir kriegen das irgendwann nochmal in den Griff? Also mein Onkologe, bei dem ich gerade bin, der ist eigentlich selber auch immer überrascht. Er meint auch, er hat zwar schon mal so einen langsamen Verlauf verlebt, aber das ist halt schon eher atypisch, klar. Aber aktuell ist es schon so weit stabil, dass man eben nicht voraussagen kann, wie lange das gut geht. Kann sein, dass die Chemo irgendwann immer anschlägt, die ich mache, und dann schreitet es fort. Aber aktuell ist es so weit stabil, aber eine Prognose traut sich eigentlich keiner zu machen. Aber du bist permanent unter Chemo, die müssen ja Pausen machen. Also ich finde, du siehst im Moment, wenn ich das sagen darf, ich kenne dich sonst nicht, aber besonders rosige Gesichter. Ich finde, du siehst recht gesund und, ich meine, gut, strahlend, natürlich wegen der tollen Auszeichnung. Aber in welcher Schlachtzahl kommen denn diese Chemos? Wann ist denn da mal Päuschen? Oder hast du gesagt, Kinder, diese Woche mache ich mal Päuschen, ich muss nach Berlin? Ja, also es gibt tatsächlich Pausen, aber Krebs ist nicht nur Kotzen mit Glatze, sondern es gibt auch viel angenehmere Chemos. Also heutzutage ist es ja wirklich so, dass man nicht dauerhaft am Infusionsständer hängt, sondern ich mache zum Beispiel eine Tablettenchemo, wo ich unter der Woche einnehme und alle 14 Tage eine Infusion und alle 3 Monate einen Monat Pause. Also das ist schon erträglich und ich kann damit wirklich gut leben, mit wenig Nebenwirkungen. Aber mein Arzt ist auch so weit, also ich bin da total selbstbestimmt. Mein Onkologe sagt auch, wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr Pause machen würde, dann machen wir das. Und
Weil er das eben finde ich gut, ne? dass er dich mit in die Mitverantwortung nimmt, genau. Und nicht nur die Art zu sagen, baller, 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 Schemo. Weil ich meine, du kennst erstmal diesen Gegner ziemlich gut. Du hast lange gegen ihn gekämpft, hast ihn ja auch schon besiegt. Und ich glaube, das ist die richtige Sache zu sagen. Das Gefühl hast du auch, ne? Lass mich mal selber ein bisschen von intuitiv oder von meinem Gefühl mitentscheiden, was gut ist für mich. Ja, also das versuche ich so zu vermitteln, dass man eben einen selbstbestimmten Umgang mit der Krankheit prägt und auch versucht, ein Wort mitzureden und ein Stück weit eben in die Materie einzusteigen, dass man das selber mitbestimmen kann oder wenigstens mitreden kann und es auch mit dem Arzt zusammen entscheidet und nicht nur sagt, jetzt bestimmt über mich. Ja. Ich finde das super. Du bist ein ganz beeindruckender junger Mann, mein Lieber. Und ich wünsche wirklich alles, alles Gute und weiterhin viel Kraft. Und ich freue mich schon, wenn du in deinen kleinen Chats und bei den Krebsis so richtig auf dicke Eier machen kannst. Und hier für all die schönen Promi-Butzen. Ist klar, ne? Du kriegst ein Selfie nach dem anderen heute Abend. Na, hoffentlich. Na, hoffentlich. Ihr wisst, was er zu tun hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Außerdem bin ich doch jetzt Promi. Du bist jetzt... Du hast so recht. Du bist jetzt Promi! Ich bin jetzt Promi-Krebsi. Promi-Krebsi! Du bist wirklich toll. Ich liebe dich für deinen Humor, den du behalten hast. Vielen Dank, lieber Benni. Bleib bitte und auch Sophia bei... Ja? Da fällt mir noch ein Spruch an. Immer mehr Humor als Tumor. Ich würde sagen, nächstes Jahr moderierst du die Gala hier. Bitte bleib bei mir auf der Bühne. Ich möchte jetzt Frau Dr. Mahr zu uns für Schlussworte auf die Bühne bitten. Er hat eigentlich das Schlusswort schon gesprochen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Er macht das toll. Und Sophia, du hast eine super schöne Rede gehalten. Ja, ja. Da war echt alle. Ja, also, fand auch. Jetzt bis, ja, komm. Ich mache. Nee, ich wollte auch sagen, die Rede war super, weil da war alles Wichtige drin. Ich muss mir nochmal überlegen, was er überhaupt sagt, weil eigentlich alles gesagt wurde. Also ich als Veranstalterin hier möchte Ihnen natürlich allen danken, dass Sie heute Abend hier waren, dass Sie so gute Zuhörer waren. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen und Sie haben sich auch einigermaßen gut unterhalten, haben einigermaßen gut gegessen. Und ich hatte das Gefühl, das waren wirklich auch bewegende Momente. Ich finde es auch schön, dass er am Schluss war, ja. Der hat uns alle jetzt nochmal was zum Denken mitgegeben. Mit 20 hat er den Krebs bekommen und hatte keine Ahnung. Mit 20 geht man zum Arzt und der sagt, nee, Sie haben Hämorrhoiden, kommen Sie mal in einem Jahr wieder, ja. Das ist auch, was die Amerikaner berichten, dass die Hausärzte zum Beispiel mit dieser Diagnose gar nichts anfangen können, weil die gehen nicht davon aus, dass einer mit 20 am Darmkrebs erkrankt. Und die kommen auch nicht auf die Idee zu fragen, gibt es da was in der Familie? Also da muss, glaube ich, noch ganz viel passieren in Deutschland, dass diese Situation sich ändert. Darf ich kurz was? Ich finde es einfach toll, wie offensiv ihr damit umgeht, auch mit Humor, mit Kraft und ihr habt eine tolle Ausstrahlung und ihr seid wunderbare Vorbilder. Ich finde es super, dass du die Nadel bekommen hast und möchte jetzt von Herzen alle Laudatoren und alle Preisträger, vielleicht ja auch sogar mit dem Preis, dem tonnenschweren in der Hand auf die Bühne bitten. Just by looking in your eyes, you saved me right from the start. I know in my heart that we could survive. So let's jump into the fire. Thank you for the journey. Thank you for the learning. Thank you for the pain of yesterday. Please don't make excuses. Please don't make me lose us. Please don't make this feeling go away. I just wanna thank you. 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 I just wanna thank you.